Hallo und herzlich willkommen hier auf Microhazard TV. Ich bin's, der Bio, und zusammen spielen wir immer noch den Busbetriebshof-Simulator. Schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge. Ja, als erstes erstmal, ihr hört schon im Hintergrund, ich bin nicht alleine, denn der Ice Dragon ist dabei. Hallöle. Und der Heiko ist dabei. Hallo. Und die sind einfach dabei, weiß ich nicht warum Heiko, aber Heiko, der zockt bestimmt irgendwas. Der Ice ist dabei, weil er hat sich nämlich auch Omsi geholt. Yes! Das ist eine coole Sache. Da freust du dich, wa? Ja, ja, ich bin endlich nicht mehr der Einzige, der Omsi spielt. Und du hast ja auch gleich den DLC geholt, das finde ich auch total klasse. Allerdings muss der Ice Dragon sich erstmal reinfummeln, hat noch nie in seinem Leben Omsi gespielt. Und das ist natürlich ein bisschen was. Doch, einmal ganz kurz, eine halbe Stunde oder so. Den ersten Omsi noch. Den ersten, ne? So, aber unsere Aufgabe ist es die Woche. Ich will von dieser Schweinefirma weg hier. Das ist hier die größte Abzockerfirma überhaupt, diese Bude hier, für die wir arbeiten. Denn die nehmen nämlich ganze 60% hier von meinem Verdienst, nehmen die hier ein. Ja, 60%. Es gibt Firmen übrigens, ja, die nehmen nur 25%. Ja, also wisst ihr, warum ich hier so langsam vorankomme mit dem Geld? Das heißt, wir machen jetzt einen richtig schönen großen Auftrag jetzt. Und dann sollte es hoffentlich hier mit dieser Schweinefirma gegessen sein. Also geht nicht zu Giga. So, ich habe heute auch schon eine Mission gespielt hier, nochmal, aber das ohne aufzunehmen. Das ist also für euch uninteressant. Wir werden jetzt eine spontane Tour nochmal nehmen. Nehmen hier nochmal die X10 natürlich. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch eine große Mission finden. U-Bahnhof Herberliner Platz nach Neuruppiner Straße. Das sind 31 Haltestellen. Hört sich gut an. Machen wir. Linie 115, Umlauf 81. So. Aufgeschrieben. So, geht zu dem Bus. Wir fahren natürlich wieder mit unserem Citaro. Siehst du, da müssen wir uns nämlich auch noch drüber unterhalten, lieber Eis. Welche Busse wir denn hier zum Beispiel denn in unserem Betriebshof irgendwann mal benutzen wollen. Ist das hier mein Citaro? Nee. Das müssen wir dann noch machen. Wo ist mein Citaro? Hier ist er. Weg. Hab ich geklaut. So, Bio 86, ja. Sind keine Schäden. Also mit diesem Bus fahren. Ich muss irgendwann mal echt zum Baumarkt fahren, vielleicht, ja. Wieso? Du weißt ja, meine Schreibtisch, Tischplatte ist relativ dick. Mhm. Und das Lenkrad, was ich damals von Hoshi bekommen habe, danke nochmal, das passt gerade, wirklich gerade so bis auf einen Millimeter so rauf. Mhm. Ne? Und ich habe das Problem, dass ich mir teilweise schon so ein bisschen die Oberfläche zerkratze, weil einfach das so schwer rauf geht. Weißt okay. Da will ich mir einfach nur ein Stück Brett kaufen, zwei Schraubzwingen, klingt ganz lustig, aber ich tue dann einfach dieses Brett hier ran, klemmen quasi an meinen Schreibtisch und an dieses Brett dann das Lenkrad ranmachen. Ne? Hm. Klingt ein bisschen abenteuerlich, ein bisschen mit Basteln, aber geht nie anders. Ich brauche nicht extra mal einen Schreibtisch deswegen. Würde ich jetzt auch nicht machen, nee. Ich würde ja auch wieder gerne mein Lenkrad hier anschließen, aber ich bin da auch. Oh, was ist denn das? Meine Güte. Bin da auch zu faul, das Lenkrad anzuschließen, muss ich gestehen. Mhm. Es macht natürlich deutlich mehr Spaß, wenn man mit Lenkrad spielt, das ist keine Frage. Na, ich schließe es jetzt gerade an. Ach, das bist du, ne? Das mit dem Rum. Mit Rumklappern hier? Nee, mit dem Brumm. Da brummt immer irgendwas. Bei mir? Ja, nee, bei dir oder bei Heiko? Ich konnte es nicht sein, ich hatte mich gemutet. Achso, dann muss das von dir gekommen sein. Oder wenn ich noch kurz mute? Nein, es brummte nur kurz. Es brummt nicht die ganze Zeit, es brummte nur kurz. Achso, das hier. Nee, das ist Lenkrad. Nee, Lenkrad das auch nicht. Das kennst du. Das kennen meine Zuschauer schon. Ja, das ist mir klar. Das ist sowieso eines der geilsten Lenkräder überhaupt, das Logitech Driving Force. Ich finde immer, man hätte mich mal vorwarnen können, was die Kalibrierung dieses Geräts angeht. Ja, meinst du, dass sich das bewegt automatisch? Wenn das ich hatte mich ein bisschen erschrocken. Damals. Mhm. Ich schließe das an, ich stecke das an den Rechner ran, USB-Ding und dann wird er erstmal hier anfangen zu drehen. Das hört ihr auch gleich, aber ich mach mal Mute, weil das hört er vielleicht nicht. So, Linie 115, Umlauf 81 und so. Mansfelder Straße. So, wenn wir mal jetzt hier auswählen, 115 und Umlauf 81, Neuruppiner Straße. Ne, von U-Bahnhof Herberliner Platz nach Neuruppiner Straße, jawohl. Den lösen wir ab, den Kollegen. Starten mal unsere Engine. Und tippen mal jetzt erstmal hier den Code ein, 1805. Zack, dididüm. So, Code ist 9691. So, dann Code eingeben, Linie 115 und Umlauf war jetzt 04 eingestellt. Sehr schön. 6 Minuten 30 haben wir noch.
Zeit, unseren Bus also hier fertig startklar zu machen. So, und es regnet, es ist schon wieder nass hier bei uns. Ja, es tut mir leid, ich nehme das hier alles an einem Wochenende auf, weil ich echt Bock drauf habe, schnell von dieser Firma hier rauszukommen. So, gut, Heizung läuft, Licht anmachen. So, Scheinwerfer an. Es regnet Gott sei Dank nicht, so wie das, was ihr da nicht gesehen hattet. So, jetzt muss ich mal gucken. Mansfelder Straße, U-Bahnhof Fährberliner Straße. Wo soll denn die Haltestelle sein? Stehen wir hier schon direkt? Endhaltestelle? Nee. So, dann muss das hier die Haltestelle sein. Richtig? So, ja, müssen wir jetzt kurz mal so ein bisschen rumzoomen, damit ich hier sehe, was das für eine Haltestelle ist. Mansfelder Straße. Terminus, genau. Richtig, so. Dann werden wir mal die Zeit doch gleich mal ein bisschen vorspulen. Ich werde jetzt hier natürlich nicht dementsprechend so lange warten müssen. So, um 3 Minuten. Dann machen wir mal 2 Minuten. Ja, komm. Noch eine Minute vor. So, haben wir noch 2:20. So. Gang einlegen, Handbremse lösen. Los geht's. Bin ich auch noch nicht gefahren, die Tour hier und die Linie 115. Nämlich, ich muss mal gucken, wie ich das Lenkrad hier ein bisschen einstelle. Ich habe gerade nicht so viel gemacht. Ein Problem dann. Das kam zu weg. Das war laut. Ah. So, somit sind wir on Tour. Jetzt wusste ich gar nicht, dass das hier alles mit drin ist. Der Fährberliner Platz. Ja. Ja, wie groß eigentlich dieser DLC ist, ja. Ich bin immer nur den X10 gefahren. Da schon ein Blitzer, habt ihr gesehen? Haha. Hab noch nicht mal einen Account. Für das Teil. Updates werden installiert. Ja, das kann teilweise manchmal echt dauern. Guten Tag. So, wir sind zu früh. Deswegen springen wir die Zeit jetzt nochmal 2 Minuten vor. So, aber so wie es aussieht, will hier keiner mit. Soll mir wurscht sein. Boah, komm schnell rüber noch. Boah. War schon dunkel. Gelb. S-Bahnhof Hohenzollern-Damm. Ist ja geil. Sollen wir eben erstmal einen Account erstellen für den Betriebsbus-Simulator? Das muss ich auch machen. Ich bin schon mal ganz froh, dass mein Nickname wenigstens frei ist und vergibt. Ja, mein, ja. Ja, gut, so viele spielen es noch nicht. Ja, der Vorteil, wenn der erste ist, passt. So, wir den Fahnen gegen die Ordnungsfeste. Ja, ist ja auch nicht so, ist ja auch nicht die richtige Fahrt. Pfeifer. Wenn du den Standard Steam fahrt,
Da ich allerdings Steam nicht auf einmal der C-Festplatte habe. Einmal Kurzstrecke. Hat das natürlich jetzt nicht gefunden, ne? Ja. Ich muss sagen, wir müssen haben. Der fand ich gut. Omni-Navigation optional häufig, ne? Was? Nochmal. Die Omni-Navigation? Doch, mach die mal an, die ist ganz geil. Achso, oh, Omni-Navigation. Hier steht, also hier steht Omni-Navigation, ist aber optional. Na, dann lass aus. Dann hab ich sie, glaube ich, auch nicht aktiviert. Ja, das musst du immer installieren, glaube ich, erst. Was ist hier? Du musst halt einen Pfad auswählen. C, P, D, P, Software, Omni-Navigation. Achso, das ist ja halt dieses Programm. Ja. Was so, ja, der Betriebshofsimulator ist das. Das ist der Vater mit gemeint. Weil der Betriebshofsimulator ist vom PDP. Okay, sicher? Ja. Also ich meine, dass der Vater auch gemeint ist. Ey, dränge mich doch nicht ab hier, Flöthirn. Guck mal, was das ist. Mann, es ist wieder rot. Oh. Wenn natürlich auch alle fahren wie die Besenkten, ja, dann kann natürlich auch nicht funktionieren. Omni-Navigation für OMSI 2. Einfach, und das ist jetzt OMSI 2 Navigationssystem. Das ist die transparente Karte perfekt und das OMSI 2. Ja, achso, dann ist es doch, ja. Würde ich anlassen. Das ist cool. Habe ich auch an. Das musst du doch kaufen extra. Nein, das ist hier. Also ich habe mal Seite, auf der Seite direkt pdp.de Omni-Navigation. Das steht hier jetzt kaufen. Dann habe ich keine Ahnung. Ich habe es an, ich musste nichts kaufen. Wenn es das ist, was ich denke, dann musst du da nichts extra kaufen. So, dadurch, dass jetzt hier natürlich jede Ampel rot ist, kommen wir hier echt nicht voran jetzt. Das ist echt blöd. Wärst du erst mal vorhin weitergefahren, wo du zu uns geführt hast. Naja, nee, dann kriegst du musst Strafe zahlen, wenn du zu früh da bist. Kennst du doch. Von der Straßenbahn. Nee. Ich muss keine Strafe zahlen. Aber Ja, aber du darfst doch nicht zu früh sein ständig. Ja, nee, natürlich. Aber was meinst du, wie oft wir wirklich in Berlin teilweise auch auf einigen Routen einfach zu früh weiterfahren, weil wir genau wissen, dass ich das später im Linienverlauf noch brauche, die Zeit. Hallo. Hallo. Und das ist? Ja. Oh, der lässt mich rein, sehr nett. Ich glaube, unter dem Pfad, den er mir hier angibt, habe ich ja nichts. Unter C, wenn wir hier PDP-Software Omni-Navigation. Da habe ich ja definitiv nichts. Das ist jetzt nicht direkt in den, das ist direkt jetzt hier noch quasi im Bereich, noch gleich hinter dem Login jetzt so nach dem Motto Einstellung, wo ich nur den Pfad einmal von irgendwie zwei auswähle. Hm. Dann die Sprache oben, ob ich Deutsch, Englisch oder Tschechisch haben will. Und unten noch hier lauten die Listen, die Balken für Sound und Musik, aber. Sound kannst du relativ leise machen, also bei mir ist es extrem laut. Also ich habe nur zwei Pfade hier, ich habe dann halt einmal irgendwie zwei und quasi einmal quasi, aber ist eh optional, irgendwie mal wieder zu. Fenstermodus möchte ich nicht, mit Feuer mit haben. Musik, weil du den Luftlaut an hast. Was? Musik habe ich nicht an. Also sagen, beim Busfahren habe ich auch keine Musik. Hallo. Hallo. Okay, er speichert diese Daten auch dann. Was? Login-Daten mit hier eintippen? Nein, er speichert die. Oh, bist du zu weit gefahren? Wurscht. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Der dicke Manfred, den wirst du noch kennenlernen. Okay.
Hast du gelesen, dass sie aufgrund einiger aufgrund ja, des ja. extremen Ansturms eigentlich abgeschaltet haben, ja? Ansturm? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so einen großen Ansturm hier gab. Die Chat und die Minimap haben sie deaktiviert. Also Chat geht wirklich nicht, die Minimap, die funktioniert. Okay. Vor allem nachts hat es längeren Downtimes kommen. Der schön ist viermal zu bewegen. Einfach reinziehen, ja. Das ist so geil. Einfach schön den Busfahrer hier abschneiden noch so ein bisschen. Und dann. Ich glaube, wir haben aber eine Haltestelle am Anfang ausgelassen. Am Fährberliner Platz direkt. Aber irgendwie hat er uns das da auch nicht angezeigt, dass wir da halten müssen. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht hier mit OMSI. Ich bedanke mich, sage ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.